Was geht ab, meine Seafighter, außer dir? Und willkommen zum Team Rating Video Nummer 37, sollte das sein. Vielen Dank für die ganzen Einsendungen. Und falls ihr euch fragt, Leute, wie sendet ihr mir Teams? Was müsst ihr machen? Der Link ist in der Beschreibung. Checkt ihn auf jeden Fall ab. Ist unter jedem Video, damit ihr auf jeden Fall gedeckt seid. Aber ich würde dann sagen, wir verlieren nicht viel Zeit und legen sofort los mit dem ersten Team. Nämlich das erste Team ist ja an der Stelle von unserem Boy Aaron. Lieben Dank fürs Einsenden. Und zwar schreibt uns unser Boy Hashtag Timoso, du hast schon überlegt, Supo geht dafür Elegoan reinzumachen, aber dafür liebe ich ihn zu sehr. Alright, so sieht sein Team aus hier an der Stelle. Und zwar finde ich es cool, ja, ich sage immer und immer wieder, nimmt da ein bisschen eure persönlichen Geschmack mit rein. Wenn du da Elegoan haben willst, dann lass ihn auf jeden Fall drinnen. Aber wir gucken uns auf jeden Fall erstmal an, wie denn das Ganze hier aussieht. Wir haben hier ein Potara-Team. Elegoan bekommt aber den Leader-Skill, denn Elevegito gibt ja noch den In-Charakteren Key plus 3 auf 490%. Daher haben wir schon mal an der Stelle 6 von 10 Punkten. Alle sind Max Awake, Max Level. Sind sie das? Ja, das sind sie. Dann sind wir bei 8 von 10 Punkten. Schauen wir uns mal die Charakterliste hier an der Stelle an. Dann sehen wir auf jeden Fall. Okay, aus deinen Portal-Charakteren hast du schon auf jeden Fall das Richtige genommen. By the way, ich bin uns gerade zu viel auf jeden Fall. Und das schon am Anfang des Videos. Muss ich ein bisschen raffen an der Stelle. Okay, in meinem Kopf war ein auf jeden Fall. Okay, anyway. Okay. Von den In-Charakteren hast du jetzt für Elegoan entschieden. Wie gesagt, das war dein persönlichen Geschmack, wolltest du auf jeden Fall haben, da du Vorliebe für ihn hast. Finde ich gut, kannst du auf jeden Fall so machen. Dein Supergitter ist zwar auf 90%, also falls du doch mal dein 90% Supergitter nutzen willst, dann könntest du ihn auf jeden Fall auch reintun, aber so stimmt das ja an der Stelle mit Elegoan, kannst du machen. Wenn du Supergitter, wie gesagt, reintun willst, dann würde ich empfehlen, ihn mit Vegito Blue in eine Rotation zu lassen, da ist Over the Flash unter anderem teilen. Aber außerhalb davon, wenn du das Team so lässt und auch so lassen kannst, dann würde ich Elevegito mit Elegoan in eine Rotation halten. Die linken sich auf jeden Fall sehr solide. Und in der anderen natürlich El Rosé mit Strength Rosé. Was denn auch sonst? Und ansonsten würde ich dir quasi, also ich würde nicht sagen, dass du irgendwas falsch gemacht hast an dem Team durch deine Charakterliste. Würde ich dir in Klammern nochmal einen Punkt draufsetzen. Wären wir bei 9 von 10 Punkten, weil wie gesagt, ist immer cool, wenn ihr quasi eure eigenen Vorlieben in das Team mit reinpackt, euer Team eben individualisiert und das hast du auf jeden Fall gut gemacht hier an der Stelle. Aber ich würde dann sagen, wir kommen zum nächsten Team, nämlich das nächste Team ist an der Stelle von Jim7777. Ich habe glaube ich gerade 4 aufgezählt, anyway, Jim777 und unser Boy schreibt uns an der Stelle, Hashtag Timoso, ich feiere dich mega und da du sehr, sehr gut in Teambuilding bist, würde ich gerne wissen, ob ich etwas an meinem Mono-Super-Team ändern kann. Tech Vegito Blue ist mein lieber Leader, da ich einfach mehr Spaß mit einer kleinen, aber feinen Einschränkung habe. Mach weiter so, du bist mein Lieblings-YouTuber. Vielen lieben Dank dafür die netten Worte. Okay, wir haben ein Heroes-Team und an der Stelle finde ich es auch cool, dass du hier quasi deine persönliche Vorliebe mit reinpackst, also dass du es quasi auch persönlich machst und sagst, du, ich will lieber Vegito Blue nutzen, wegen der Einschränkung macht mir einfach mehr Spaß, finde ich auf jeden Fall cool, hast ja an der Stelle nichts falsch gemacht, wir haben hier alle Zero-Charaktere, alle Super-Type, es müsste einfach ein Super-Type sein, jeder Typus muss mindestens einmal vertreten bei Vegito Blue, das stimmt, hier sind wir bei 6 von 10 Punkten, also Max Level, Max Awake, yes, das sind sie auch, dann sind wir hier bei 8 von 10 Punkten. Ja, wie gesagt, das Team passt an sich auch, aber man kann, wie gesagt, auch mehrere Themen bauen, beziehungsweise hat man sehr, sehr viel Auswahl bei so einem Heroes-Team, denn wenn wir mal seine Charakterliste ansehen von unserem Boy, dann sehen wir auf jeden Fall, du, da sind auch viele andere gute Charaktere wie Ultimate Gohan, vierfacher Vegeta, vierfacher Gohan, Super Saiyan 3 Gotenks, was dann damit meine mit der Thematik ist, ihr könnt quasi, ihr habt so viel Auswahl bei so einem Super-Team oder Villains-Team, wenn ihr natürlich auch Auswahl habt, also viele Charaktere habt, aber wenn ihr das habt, so wie unser Boy hier, dann müsst ihr euch keine Sorgen machen, beziehungsweise könnt euch viele andere Teams bauen. Du könntest zum Beispiel auch so eine Fusion-Schiene gehen. Du könntest vermehrt Fusion-Charaktere reinpacken. Oder wenn du willst, zum Beispiel vierfacher Vegeta ihn in eine Rotation lassen mit dem Goku, dann müsst du quasi einen AGL-Charakter raustun. So wie das Team aber jetzt ist, würde ich eventuell auch dennoch auf Pan verzichten. Pan hast du wahrscheinlich reingepackt, weil es ein Support ist, aber in so einem Heroes-Team ist es nicht unbedingt ein Muss. Die Charaktere an sich, die sind wirklich überragend und statt Pan könntest du hier zum Beispiel Super Saiyan 3 physisch Gotenks mit reinnehmen. Der ist auf dem Team, in dem Team auch auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgehoben mit Over the Flash, mit den anderen Fuse-Charakteren. Und dann würde ich eigentlich würde ich wirklich Pan raustun, wenn du immerhin dennoch einen Supporter haben willst, dann kannst du auf jeden Fall lassen, hast da nichts falsch gemacht, aber ihr merkt schon, ihr habt da sehr viel Freiheit. Dreifache Gotenks würde ich einfach mal sagen, könntest du auch reintun als physisch Charakter statt Pan. Ansonsten
In die Rotation könntest du halten, so wie du es jetzt hier hast. AGL Super Saiyan Goku mit Super Gogeta. Über die ganze Transformation sorgt Super Gogeta hier wirklich für sehr gute Links jetzt für den AGL Super Saiyan Goku. Und in der anderen Rotation könntest du lassen Super Saiyan 3 Goku mit Tech Vegito Blue, weil sie unter anderem Over eine Flash haben, was für sie Key bringt. Sie haben halt kein Prepare for Battle oder Shocking Speed wie die anderen Charaktere. So könnte die Rotation aussehen und wie gesagt, ja, du kannst wirklich hier hin und her switchen, falls du mal doch dann quasi eine Rotation haben willst mit vierfacher Goku und Vegeta, könntest du die auf jeden Fall auch in eine Rotation packen, müsst dann quasi den AGL Super Saiyan 3 Goku raustun, aber langer Rede, kurzer Sinn. Das Team passt auf jeden Fall an der Stelle, hast nichts falsch gemacht. Nun denn, das nächste Team ist hier an der Stelle von Jens Oswald. Jens, lieben Dank fürs Einsenden und zwar schreibt uns unser Boy Jens. Hashtag Timoso, du hättest gern Tipps für die Super Battle Road Extreme physisch. Sehr cool, dass hier Super Battle Road mal angesprochen wird. Dann gucken wir uns mal das Team an, dein Super Battle Road Team. Und wundert euch nicht, ich schaue immer zur Seite, weil ich mir da Notizen gemacht habe. Ich sag's mal so. Aber kommen wir erstmal zum Team, also zur Bewertung selbst. Wir haben hier ein Extreme physisch Team. Alle Charaktere gehören zum Leader Skill. Ja, das gehören sie. Alle sind Max Awake, Max Level. Haben wir also hier insgesamt 8 von 10 Punkten schon mal. Für das Super Battle Road Extreme physisch Team. Und zwar an sich passt das Team wirklich. An sich passt das Team. Ich habe, wenn mich alles täuscht, auch mit diesem Team das Super Battle Road geschafft. Wenn nicht, sah es vielleicht ein bisschen anders aus. Aber wir werden uns gleich die Charakterliste ansehen, was man da vielleicht ändern könnte, mitnehmen könnte. Aber wie gesagt, das Team passt eigentlich. Super Battle Road braucht man natürlich sehr viel Glück. Gute Itemwahl an sich auch. Ich nehme immer gerne mit 2 Heal-Items. Wobei ich dann nicht Zenzubin und Dende nehme, sondern zum Beispiel Android 8 und Bulma, die einen Death-Boost geben. Oder dann eben Bulma einen Angriff-Boost. Dann nehme ich entweder Whis Icarus mit oder ein Ghost Usher statt dem und vielleicht ein Chi-Chi-Item oder so. Also mit Items müsst ihr echt wirklich sehr gut darauf achten, was ihr da mitnimmt und sie gut einsetzen. Das Team so wie es ist, würde ich einen Friend nehmen, wir auf jeden Fall auch mit. Schaust, dass du einen guten, cooler Friend, ja, hoffentlich, wenn du einen findest, aber schaust, dass du auf jeden Fall einen guten, cooler Friend mitnimmst. Dann würde ich eigentlich, man könnte eigentlich die 2 Shadow Dragon in eine Rotation lassen, aber da es Super Battle Road ist und cooler da Tank hier ist als der Sin Shenlong, würde ich lassen, cooler auf jeden Fall mit Full Power Freezer in einer Rotation, in der anderen einen anderen cooler, also dein Friend oder je nachdem deinen eigenen, mit Omega Shenlong, die linken sich auch solide, müsst ihr keine Sorgen machen. Die anderen 3 Charaktere, die wir dann noch hätten, wären quasi so Charaktere. Zum einen haben wir Sin Shenlong, der ist ein Debuffer, wenn er in die Rotation reinkommt mit Omega Shenlong als Rotationscharakter, gibt er einen sehr guten Linkskills. King Cold, nicht unterschätzen, ist ein Debuffer, er tut den Angriff des Gegners senken durch die Passive, ist sehr, sehr wichtig für das Super Battle Road. Und Bootanks hätten wir dann quasi als Sealer. Problem bei Bootanks ist aber, dass Bootanks nicht so gut für Key sorgt. Ich meine, okay, wir hatten Cooler und Omega schon in einer Rotation und Cooler und Full Power Freezer, die linken sich gut, kommen da auf die Key, aber da könnten dann dennoch Key fehlen, weil man müsste trotzdem 4 einsammeln für die Charaktere mindestens im Schnitt. Und also nachdem sie links getriggert haben bei der Rotation eben. Und deswegen, Bootanks wäre immer ein Rotationscharakter. Okay, er hat Over the Flash für Full Power Freezer, das wäre immer gar nicht so schlecht, deswegen habe ich mich für ihn auch entschieden, damals, als ich das gemacht habe, aber auch, weil er ein Zieler ist, heißt, du könntest den Gegner zielen. Jedoch, Freunde, wenn wir uns die Charakterliste ansehen, bei so Super Battle Road müsst ihr immer mal probieren. Ja, ich habe quasi, wir haben uns geeinigt auf 2 fixe Rotationen. Heißt, die Rotationscharakter könnten wir eventuell ändern. Du könntest zum Beispiel, wenn du merkst, okay, mir fehlt Ki, vielleicht mal Goku Black mit reinnehmen. Wenn du merkst, okay, mir fehlt ein tanky Charakter als Rotationscharakter, dann könntest du vielleicht für Rikum entscheiden, der ist auf 100%, ist auf jeden Fall tanky. Oder für den Vegeta, der ist auch auf jeden Fall tanky, durch seine Passive, durch seine Ulti-Stacks, er stackt immer seine Verteidigung unendlich an der Stelle. Oder wie gesagt, du versuchst vielleicht mal Kid Buu als Supporter, als Rotationscharakter, weil Kid Buu, das Problem bei Kid Buu ist, eure HP müssen 80% oder drüber sein, damit seine Passive triggert, aber wenn sie sich triggert, vor allem am Anfang, und am Anfang direkt drin ist, wenn ihr quasi Full Life habt, oder 80% oder drüber, dann bekommt ihr auf den Angriff und auf die Verteidigung 50%, sollte man vielleicht nicht unterschätzen. Ansonsten aber, wie gesagt, müsst du quasi mal selbst probieren, ob du die Rotationscharakter ändern willst. Nappa wäre auch ein Key-Supporter, aber wobei, ja, mit dem ist es ein bisschen schwierig, der linkt sich halt nicht gut, aber als Rotationscharakter, der dann Key liefert, könnte man auf jeden Fall auch probieren. Wie gesagt, hier dann Challenge an dich, probier mal ein bisschen rum. Wie gesagt, ehrlich gesagt, mit dem Team mehr oder weniger habe ich es auch geschafft, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber apropos Super Battle Road, Freunde, ich werde auf jeden Fall demnächst Super Battle Road Formate starten. Ich meine, ich habe mir schon Guides und ein paar Videos, Gameplay zum Super Battle Road selbst, aber die sind zum ersten sehr, sehr lang, der Guide vor allem, und veraltet, weil es kommen immer neue Charaktere rein. Heißt, was ich vorhabe, ist in der nächsten Zeit, könnt ihr euch darauf einstellen, dass ich Super Battle Road Formate starten werde, mal einfach mit jedem Team reingehe.
dass auch Spieler die Stage und dazu dann auch was sage, damit ihr das zum einen seht und dann zum einen auch verstehen könnt, was ich da mache oder welche Charaktere man mitnehmen könnte, so wie jetzt, wie ich euch gesagt habe, mit den Rotationen, mit den Rotationscharakteren und so weiter und so fort. Wie gesagt, mein Boy, du hast ja an der Stelle auf jeden Fall alles richtig gemacht aus deinem Team. Also man kann es auf jeden Fall so versuchen. Für das Super Battle Road würde ich hier auf jeden Fall in Klammern 9 Punkte geben, also 1 Punkt extra dazu. Aber dann natürlich Shoutout an dich. Versuch's auf jeden Fall mal und ich wünsche dir sehr, sehr viel Glück, dass du das Ding dann auch im Endeffekt schaffst. Alright, dann kommen wir aber zum letzten Team für heute und zwar ist das Team von Weltraumaffe. Er schreibt uns, Hashtag Team Osulu, das ist mein Majin Buu Saga Team und ich meine mich zu erinnern, dass du das genauso vor 2 Wochen als ideales Majin Buu Saga Team im Livestream vorgestellt hast. Jein, dazu muss ich Jein sagen, denn wie sieht denn das Team gleich aus, werdet ihr gleich merken. Sorry, und zwar Jein, weil in dem Livestream habe ich gesagt, das ist das Team, was sehr gut passt für LA Great Cyberman durch die Link-Skills und da er auch dann als Supporter für das Majin Buu Saga Team ist. Also das ideale, optimale Majin Buu Saga Team an sich. Das sieht ein bisschen anders aus, werdet ihr gleich merken, aber damit meinte ich, wie Great Cyberman ideal aufgehoben ist in dem Majin Buu Saga Team. Anyway, abgesehen davon, was geht dann noch hier ab, beziehungsweise was ist dein Anliegen, ich habe es noch nicht zu Ende gelesen, vorgestellt hast, aber ich würde mich trotzdem über alternative Vorschläge freuen, zum Beispiel, wie ich den Majin Vegeta effektiver in das Team einbauen kann. Say no more, my friend, da habe ich dich auf jeden Fall an der Stelle, kein Ding, ohne dass er groß Link oder Key-Probleme hat, alles klar. Deine Streams und Videos sind übrigens super unterhaltsam, dankeschön. Keep up the great attitude and the good work. Vielen lieben Dank dafür, mein Freund. Und zwar schauen wir uns mal dann an der Stelle dein Team an. Wie gesagt, das Team sieht folgendermaßen aus. An sich, das Team will ich nicht allzu viel drauf eingehen. Es ist wirklich ein gutes Team. Das Team kannst du auf jeden Fall spielen. Great Simon ist in diesem Team gut aufgehoben. 6 von 10 Punkten hast du an der Stelle. 8 von 10 alle Max Level Max Objekt. Richtig. Und zwar gucken wir uns aber jetzt erstmal an, wenn wir uns die Charakter jetzt mal durchsehen. Will unser Boy jetzt erstmal hier Majin Vegeta verwerten? Majin Vegeta verwertet sich auf jeden Fall, mein Freund. Du musst nur eine kleine Änderung machen und ein bisschen an der Rotation ändern. Und zwar will ich hier so ein Gohan, Super Saiyan 2 Gohan raustun und Majin Vegeta reintun. Fertig. Mehr musst du nicht machen. So sieht quasi mein Majin Buu Saga Team auch aus, nachdem ich LA Great Cyberman hatte. Warum? Denn, wenn wir uns den Graphen mal ansehen, dann sieht das hier an der Stelle folgendermaßen aus. Wir haben hier in einer Rotation Majin Vegeta mit Mighty Mass und Super Vegito mit LA Vegito. Wir sehen, wir haben zwar wenige Linkskills, aber es sind wenige richtige, wichtige Linkskills, die diese Charaktere brauchen. Denn wir haben hier in der Rotation mit Majin Vegeta und Mighty Mass leider keinen Super Saiyan für Majin Vegeta. Jedoch Legendary Power und Shattering the Limit. Aber dafür werden dann quasi die Rotationscharaktere sorgen. In der anderen haben wir, wie gesagt, Super Vegito, LA Vegito, die sind auf jeden Fall sehr gut gedeckt. Mighty Mass und Majin Vegeta in einer Rotation kann man so halten. LA Majin Vegeta sollte auf seine erste Ulti kommen, denn sie teilen sich ja Shattering Limits in Key plus 2. Mighty Mass an sich auch durch seine erste Ulti auf jeden Fall, wobei man bei ihnen auf die zweite Ulti gehen will. Zex Passive gibt es ja keine zufällige Anzahl, also bei dem ist es ein bisschen leichter, dass wir da an sich auf die Ultra Super Attack kommen. Wir müssen aber ganz klar die Rotation auf jeden Fall durch die Rotationscharaktere versorgen und dafür haben wir an der Stelle zum einen Super Saiyan 3 Gotenks, denn wenn er in die Rotation reinkommt mit LA Majin Vegeta und LA Mighty Mass, liefert er für Majin Vegeta zum einen Super Saiyan Over the Flash, dann müsst ihr natürlich in die Mitte stellen. Wenn ihr dann Mighty Mass aber in die Mitte stellt, dann liefert er für Mighty Mass zusätzlich Budding Warrior und Innocence, das sind 2x10%, die er dann drauf bekommt, also auf jeden Fall sehr, sehr gut gedeckt durch Super Saiyan 3 Gotenks selbst. An sich als Rotationscharakter. Wenn aber LA Great Cyberman in diese Rotation kommt, speziell LA Mighty Mass und Majin Vegeta. Und ich rede über die Super Vegito und LA Vegito Rotation nicht allzu oft, weil die ist auf jeden Fall gut gedeckt. Deswegen konzentriere ich erstmal auf Majin Vegeta und Mighty Mass. Wie gesagt, wenn LA Mighty Mass, nicht LA Mighty Mass, sondern LA Great Cyberman in die Rotation kommt mit Mighty Mass und LA Majin Vegeta, sind gerade zu viele LA-Worte in meinem Mund, sage ich mal, dann liefert er durch seine Pässe für Mighty Mass auf jeden Fall Key plus 4. Das ist sehr, sehr gut. Also dass Mighty Mass so oder so gedeckt mit seiner Ultra Super Attack. Jedoch, für Majin Vegeta dann zusätzlich noch, hat er ja auch Shattering Limit. Heißt, wenn LA Great Cyberman in diese Rotation reinkommt, dann könnt ihr Majin Vegeta in die Mitte stellen. Er würde dann von Mighty Mass Key plus 2 bekommen durch Shattering Limit und von LA Great Cyberman ebenso. Also hat er Key plus 4 seine erste und die würde auf jeden Fall starten. LA Mighty Mass bekommt dann zusätzlich durch die Pässe von Great Cyberman nochmal Key plus 4. Warum bekommt das Majin Vegeta nicht? Denn die Pässe von LA Great Cyberman zählt nur für Super Types, für Super Class Verbündete. Und deswegen könnte man das Team auf jeden Fall so bauen. Jetzt sind, wie gesagt,
wenige, aber wichtige Linkskills, dass die Rotationen würden auch so funktionieren. So könntest du Majin Wicket auf jeden Fall verwerten. Wenn du nach einer Alternative suchst, indem du wirklich nur Majin Vegeta zur Schau stellen willst, dann könntest du natürlich noch andere Charaktere aus deiner Charakterliste nehmen, zum Beispiel auf jeden Fall Super Saiyan 3 Goku oder Angel Super Saiyan 3 Goku, weil die liefern für Majin Vegeta Over the Flash und Super Saiyan und Agile Goku noch Saiyan Warrior Race. Aber ich habe das an der Stelle dann so gelassen, weil du quasi dann so deine LR in einem Team verpackt hättest, in deinem Majin Buu Saga Team, und das Team funktioniert auf jeden Fall so. Du kannst auf jeden Fall so spielen. Und wir haben ja natürlich noch einen Friend LR Vegito, wenn der in die Rotation reinkommt, hat er dann zum Beispiel noch zusätzlich Super Saiyan für Majin Vegeta, was ihm durch Mighty Mess fehlen würde. Deswegen kann man das auf jeden Fall so bauen. Falls ihr euch gefragt habt, wie könnte man ein Majin Buu Saga Team bauen mit den, ja, mit nicht mit allen LR, da fehlt ja noch zum Beispiel LR Genki Damok und LR Satan, aber jetzt speziell bei unserem Dude, er hat nach einer Alternative gesucht, beziehungsweise einen Vorschlag, wie er Majin Vegeta im Team verbauen könnte. Das wäre quasi mein Vorschlag, wie du das gesehen hast. Ansonsten, Freunde, wäre es das fürs heutige Team-Rating-Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gib den ganzen ein Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.